Age of Wulin ist am 18. Juli in die offene Beta gestartet. Sebastian, du hast dir das angeguckt. Jawohl. Schon seit ein paar Wochen. Und was hältst du davon? Ja, also mir gefällt es wirklich. Das Spiel hat mich total in seinen Bann gezogen. Und was man hier jetzt sieht, das ist der Tag vor der Open Beta. Also die Closed Beta Tester haben so einen Early Access bekommen. Ist ja eine Menge los. Mhm. Und ja, es war doch schon recht voll. Also das hier ist jetzt eines der vier unterschiedlichen Stadtgebiete. Das war jetzt eine Storyline, die ich damals in der Closed Beta noch nicht ausgetestet habe. Und ja, ich habe mich dann eben das Tutorial durchgebissen, das ich ja schon letztes Mal vorgestellt habe. Und hier habe ich mich dann einer Schule angeschlossen. Dieses Mal einer guten. Letztes Mal habe ich mich einer bösartigen Schule angeschlossen. Und, was kannst du denn da lernen? Ja, also hier, das waren jetzt Achievements. Das habe ich jetzt erstmal gezeigt. Und zwar ist es so, in dem Spiel gibt es ganz viele unterschiedliche Achievements. Das sind irgendwie auch so... ja, ich sag mal so, die Hauptmotivation, die man irgendwo hat. Ich habe sowieso den Eindruck, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Menüs gibt. Also ich habe beim ersten Mal anspielen, das hat mich halt erschlagen. Ich habe halt überhaupt keinen Durchblick da gehabt. Ja, vor allen Dingen sind es irgendwie sehr wenig Symbole und teilweise weiß man gar nicht, ich wusste jetzt beispielsweise nicht, wie ich die Achievements öffne. Also ich habe Ewigkeiten nach einer Möglichkeit gesucht, mein Handwerk irgendwie aufzurufen. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht gefunden. Ja, das kann ich später mal zeigen. Das Handwerk kann man auch erst aufrufen, wenn man was gelernt hat. Dann kommt so ein zusätzlicher Menüpunkt unten. Also ich habe irgendwie Angeln gelernt oder so und ich habe dann irgendwie meine Angel kaputt gemacht und wollte irgendwie gucken, was da jetzt los ist und habe das irgendwie nicht gefunden, okay. Das Menü. Also jedenfalls bei den Achievements ist es so, es gibt teilweise auch einzigartige Achievements, die man eben verteidigen muss vor anderen Spielern. Und man erhält dadurch Titel und wie jetzt hier beispielsweise Ausrüstung und kann dann so unterschiedliche Outfits anziehen. Was ich jetzt hier zeige, das ist die Gruppenübung von Age of Wulin. Also das Fähigkeitensystem funktioniert ja hier ein bisschen anders als in, ich sag mal, gewöhnlichen MMOs. Und zwar sammelt man hier auch Erfahrungspunkte, muss diese dann aber in so Kultivierungspunkte umändern oder umwandeln und diese dann eben in Fähigkeiten investieren. Und das geht entweder über Zeit oder man zahlt eben mit Ingame-Währung. Und ja, man kann eben auch diese Gruppenübung machen, der sich dann auch bis zu 10 Spieler anschließen können. Also ich habe gerade gesehen, du musst dann eine bestimmte Tastenabfolge drücken und darfst nicht daneben hauen. Genau, also mich hat das so ein bisschen an hier Dance Dance Revolution erinnert. Also es wird Parappa immer schwerer. The Rapper, falls du das noch kennst. Damals ja, oh PlayStation 1, super Spiel. Ja, genau. Das ist schon alt. Nee, aber also die werden immer schwerer, diese Abfolgen. Und wenn man das in so einer Zehnergruppe macht, dann ist es eben auch abwechselnd. Und da kann es dann durchaus auch passieren, dass man zum Beispiel mal AFK-Spieler dabei hat, die dann einfach nur diese Erfahrungen leechen wollen. Ja, habe ich schon einige Diskussionen gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange dauert sowas? Also wie oft muss ich so eine Übung machen, bis ich da ein Skill-Level abkriege? 10 Runden sind das pro Übung und jede geht so 15 Sekunden bis 20 Sekunden. Also wird das immer länger dann, je höher man steigt in der Nee, also okay, ich habe es jetzt auch nicht so mega groß testen können, aber soweit ich das gesehen habe, waren das immer so 15 Sekunden Runden. Okay, also vom Zeitaufwand her ist es durchaus machbar. Ganz genau, also man kann das auch mehrmals täglich machen. Was man jetzt hier sieht, ist das Crafting-System. Ich habe jetzt mal Koch gelernt. Und zwar ist es in Age of Wulin so, es gibt so ein Hungersystem, sage ich mal. Also wenn man nicht ständig neues Essen isst, wird man irgendwann hungrig und der Charakter kriegt einen Debuff und verliert Leben. Und ja... Das Herstellen von Hallo Items, Minispiele. Genau, funktioniert immer nach Minispielen. Also das hier ist jetzt so eine Art Bejewels. Ich kenne das vor allen Dingen durch Passive West, das ich früher mal gespielt habe. Das sind Match 3 Games, wo genau. Man immer so Dreierreihen von irgendwas bilden muss. Man muss halt möglichst viele Reihen. Ich finde das ja eigentlich total lustig und so. Nur frage ich mich, okay, wie oft muss ich das machen, um zum Großmeister in meinem Koch zu werden? Und wenn ich das dann 1000 Mal spielen muss, ich glaube, irgendwann macht das halt auch keinen Spaß mehr. Also soweit ich das verstanden habe, muss man das auch nicht machen. Also man kann hier so Feinstewing oder Cook auswählen. Und ich fand es war einfach eine coole Alternative zum herkömmlichen, ich warte, bis die Leiste eben voll ist. Ich war am Anfang auch ziemlich überrascht, als ich so ein Schieberätsel lösen musste und so und erstmal gar nicht wusste, so hä, was ist das denn jetzt? Das zeige ich nachher sogar auch noch. Also das hier ist jetzt Musik. Man kann auch ja Zither spielen und kann dadurch auch im Kampf dann Bass verteilen und sowas.
Und falls jemand von euch Guitar Hero kennt, das ist so ein bisschen. Das ist ein bisschen so eine, langsamer als genau, Guitar Hero. Genau, das ist so eine Guitar Hero Lite-Version, mehr oder weniger. Also man hat 4 Tasten, die sich auch ändern. Also als ich das zum zweiten Mal gemacht habe, waren das ganz andere Tasten. Sieht auf jeden Fall sehr meditativ aus. Genau, und muss dann eben das drücken. Am Anfang ist es nicht schwer, man hat jetzt hauptsächlich einen Ton gehabt und sowas. War ganz easy. Das hier ist jetzt Zeichnen. Dadurch kann man so Gemälde herstellen, womit man besser Fähigkeiten lernen kann. Da gibt es aber unterschiedliche Gemälde oder kriege ich immer das Gleiche, was ich da verschieben muss? Ich glaube, es gibt unterschiedliche. Also es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade bei diesem Schieberätsel. Und es gibt auch noch anderes. Also das hier ist jetzt, glaube ich, Malen. Oder ja, ich glaube, das ist Malen. Und es gibt auch Zeichnen. Das konnte ich aber noch nicht ausprobieren, weil ich das Rezept noch nicht hatte. Die muss man immer finden. Ja, und es gibt noch ganz viele andere Berufe. Es gibt Schach, allerdings kann ich Go überhaupt nicht spielen und habe auch innerhalb von 2 Zügen verloren. Ja, da haben wir gestern schon mal drüber geredet. Mhm. Was mir jetzt auf jeden Fall hier noch auffällt, das ist alles noch auf Englisch. Es gibt noch keine deutsche Lokalisation, ne? Die soll noch folgen. Also im Moment gibt es nur den englischen Spielclient. Aber also die Homepage und die Wiki ist schon komplett auf Deutsch. Und ja, Cheap Potato hat auch angekündigt, dass noch eine deutsche Übersetzung folgen soll. Also ich denke mal, für jeden, der Bock auf ein anderes Szenario hat, einfach mal reinschauen und ja, mal schauen, wie es weitergeht und bis zum nächsten Mal.